So, da sind wir wieder. Ja, ich habe wieder meine kleine Playlist anschalten müssen, damit ich ein bisschen wieder was im Hintergrund habe, weil ich habe schon wieder den kleinen Soundbug. Zugesperrt. Kein Vertrauen, diese Piraten. Ein harmloser Lastenkutter, die perfekte Tarnung für Piraten und Menschenhändler. Ja. Was findet man noch auf dem Boot? Zum Kutter, mal gucken, was da passiert. Ich hoffe nicht so viel. Na, wen haben wir denn da? Oh mein Gott. Willkommen auf Bosos Müllkutter. Ich bin Boso. Nicht schießen, ich bin unbewaffnet. Was? Ich hatte nicht vor zu schießen. Ich will keinen Ärger. Ich nehme nur meine Freundin mit und gehe wieder. Kein Grund, gewalttätig zu werden. Das ist also die Elysianerin, von der du erzählt hast? Doc? Was machst du denn hier? Wurdest du etwa auch von diesen Piraten entführt? Haare aus! Ich werde dich retten! Was soll denn das? Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch niemanden entführt. Gut, das war einfach. Ich habe sowieso keine Zeit. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Was? Warum sollte der Organon Deponia sprengen? Genaueres darf ich nicht verraten. Ich bin da einem riesen Komplott auf die Spur gekommen. Ich will euch da nicht mit hineinziehen. Du weißt es selbst nicht, stimmt's? Auch das ist geheim. Nur so viel. Ich muss einen Weg finden, Goal aufzuwecken. Na, da bist du bei mir an genau der richtigen Adresse. Ich kenne mich gut mit Hirnimplantaten aus. Wie ich? Bestimmt ist die Datasette beschädigt. Zeig sie mal her. Einfach den Eject-Knopf drücken. Halt dich zurück. Dann gibt es auch kein Blutvergießen. Blutvergießen? Meine Güte, für wen hältst du mich denn? Ich wollte doch nur helfen. Natürlich. Jetzt müssen wir auf den Eject-Knopf. Genau. Fast fallen gelassen. Jetzt mal immer langsam mit den jungen Pferden, Jungchen. So eine Datasette muss mit Liebe behandelt werden. Ein Kratzer und deine Freundin ist reif für den Biomüll. Keine Sorge, sie ist in guten Händen. Hast du die Datasette? Na klar, hier ist sie. Das war der schwierige Teil, richtig? Lass die Scherze und zeig her. Ah ja. Und deine Diagnose? Die Batterie ist alle? Tja, dann kann man wohl nichts mehr machen. Wir sollten das Ding verschrotten und... Warte mal. Du ziehst mich doch nur auf, oder? Da ist ja nur Staub auf den Kontakten. Nichts weiter. Und du bist voll drauf reingefallen. Na, das sollte ja nun wirklich kein Problem sein. Reinige die Kontakte und leg sie wieder ein. Du meinst, ich soll Staub wischen? Du klingst wie meine Ex-Freundin. Hast du die auch verschrottet, weil ihre Batterie alle war? So ähnlich. Gut, das heißt, wir schnappen uns den Schlüssel. Hey, du hast meinen Schlüssel gestohlen. Und du hast meine Freundin gekidnappt. Aber das war doch nur ein Missverständnis. Touché. Ich kann sie ja gerne wieder nach draußen in die Kälte legen, wenn dir das lieber ist. Und wie willst du das anstellen, so ganz ohne Schlüssel? Kein Problem. Meine Tür ist immer offen. Dann wundert dich auch nicht, dass dir ständig Sachen geklaut werden. Oh je, gibt's sonst noch was? Ach, nee, komm, wir reden nochmal mit Doc. Und? Hast du die Kontakte schon gereinigt? Ich bin... Beeil dich. Es ist nicht gut für den Kopf, wenn man das be... Wem sagst du das? Ich hoffe, sie... So, und jetzt mit Captain Na, Bruno. kann ich ir... Ha, guter Versuch. Aber auf solche Tricks falle ich nicht rein. Das ist kein Trick. Ich... Gib dir keine Mühe, Schwarzbart. Wehe, du hast dem Mädchen was angetan. Aber nicht doch. Sie war schon so, als ich sie gefunden habe. Ja, doch sagen Da sie alle. dachte ich, sie könnte sicher einen Arzt gebrauchen. Johoho, und eine Buddel voll rum, was? Was? Nein, ich, hä? Dachte ich mir's doch. Ich schlage eine Waffenruhe vor, aber nicht, weil ich Angst hätte, sondern aus Rücksicht auf die Lady, okay? Ich habe doch gar keine Waffen. Nennst du mich etwa einen Feigling? Wenn du einen Kampf willst, kannst du es ruhig sagen. Was ist denn hier los? Hörst du überhaupt, was ich sage? Ha,
Dachte ich mir's doch, du Fehlzünder. Oh Gott. Wie hältst du es nur in diesem dreckigen Piratennest aus? Aber ich habe doch gerade erst frisch gewischt. Ach ja? Und ich kenne Seekühe, die riechen besser als du. Und zwar hinten raus. Vielleicht gehe ich nachher nochmal über alles drüber. Haha, beim Klabautermann. Hart Backbord. Komm uns nicht in die Quere, hörst du? Du kannst später noch brandschatzen, so viel du willst. Aber hier ist feinmechanischer Sachverstand gefragt. Oh mein Gott. Na hör mal. Ich habe Feinmechanik studiert. Ich war sogar 3 Jahre lang... Verschon mich mit den Geschichten von deinen Kaperfahrten, du störte Bäcker. Ich habe hier ein Problem, das sich mit roher Gewalt nicht lösen lässt. Arr. Lass Doc frei! Lass Doc frei! Aber er hat eine Passage zum schwimmenden Schwarzmarkt gebucht. Ach ja? Deine Mutter hat gleich 2 gebucht. Hey, halte meine Mutter da raus. Wo auch immer da ist. Touché, Captain. Touché. Okay. Ich behalte dich im Auge. Ich behalte dich im Auge. Ich sitz doch nur hier. Eben. Okay, wir wollten eigentlich raus, weil ich denke, raus finden wir ein bisschen was zum... Ja, finden... Können wir den Schlüssel mit der Truhe benutzen. Und das heißt, dann können wir... So, offen. Der Schlüssel kann weg. Okay, was finden wir? Was haben wir denn da? Ein kleiner Pinsel, ein Mini-Blasebalg, eine Packung frische Tücher, original verpackt. Puh, was für ein unnützer Krempel. Ich will eine Datasette reinigen und keine Puppenstube einrichten. Ah ja, das sieht doch schon besser aus. Eine Drahtbürste. Autsch. Und eine Flasche Fettlöser. Den Mädchenkram lasse ich mal drin. Okay, das heißt, wir dürfen jetzt... Nee. Backup, Datasette. Goals Erinnerung an mich ist darauf gespeichert. Vorsicht ist also geboten. Ach, das ist ja nur ein kleines Stäubchen. Das haben wir im Nu wieder sauber. So, Fettlöser? Das muss noch nicht sauber... Die Drahtbürste? Auf Goals Bewusstseinschip? Nur im absoluten Notfall. Okay. Nur im absoluten... Da fehlt uns, denke ich, noch was. Irgendwas fehlt uns noch. Ein Lappe oder irgendetwas. Staubwedel, genau, ein Staubwedel. Ich würde den Wedel nicht nehmen. Ich benutze ihn immer zum Auswischen der Trankessel. Klingt doch gut. Wenn er einen Kessel sauber bekommt, dann ja wohl auch so eine... Ich weiß schon, was ich... Okay, wir gehen mal lieber gleich schnell wieder raus und machen dann mal sauber. Jetzt können wir starten. So, weil jetzt haben wir einen Staubwedel. Jetzt können wir... Bitte, bäh. Der Wedel hat alles vollgestaubt. Und, oje, Fettfleck. Da muss ich wohl nochmal rüber. Gut, das heißt, Fettfleck, Das muss noch nicht... Nicht gut. Das muss noch nicht sauber... Drahtbürste? Nur im Abs... Laserkopf. Staubig. Nicht gut. Oh Gott, Ufos. Was für eine Sauerei! Oh, meine Fresse. Was für eine Sauerei! Nicht gut. Staubejumpfer, jetzt war ja klar. Nur im Abs... Das muss noch nicht... Das muss noch... Ich hab's gewusst. Ach, noch ein Fettfleck. Vielleicht hätte ich mir die Finger waschen sollen. Ui, hier geht gar nichts mehr. Gut, dass ich noch einen Joker im Ärmel habe. Oje, wir, Schwarm, wie wird das... Nein, die Datasette ist schon Schmutzzeit für die Ha... Och nö, oder? Ich weiß, was er macht. Tada! Ach du Scheiße.
So gut wie neu. Ja, diese Kratzer da könnten auch woanders herkommen. Oh meine Güte. Und? Hast du die Kontakte schon gereinigt? Yep, alles sauber. Sehr gut, dann zeig mal her. Moment mal, waren da vorher auch schon diese Kratzer drin? Was? Ach die sind mir vorhin schon aufgefallen. Unglaublich, wie die jungen Dinger heute mit ihren Gehirnimplantaten umgehen, hä? Ja, und ohne sie aus dem Laufwerk zu nehmen, wirklich unglaublich. Naja, so ein paar Kratzer. So gravierend sind die nun auch wieder nicht. Apropos gravierend. Hat da jemand seinen Namen und ein Herzchen eingeritzt? Gib mal lieber wieder her. Das wird schon passen, oder? Muss ja. Autsch. Was? Wo bin ich? Cletus? Bist du das? Nein, Moment. Du bist Olfi. Rufus. Ich erkenne dich. Ich war in einem Saal und dann in einem Krankenzimmer. Und da waren noch andere Leute. Deponianer. Es ist also wahr. Deponia ist bewohnt. Der Organon hat uns belogen. Ich muss Cletus kontaktieren. Tja. Das ist fast eine gute Idee. Leider nur fast. Dein sauberer Verlobter macht gemeinsame Sache mit dem Organon. Cletus macht was? Oh, mein Kopf. Vielleicht setzt du dich erst einmal hin. Ich sitze doch schon. Keine Sorge, Baby. Ich erkläre dir alles. Oh Gott. Okay. Fangen wir doch mal an. Ich hab dich gerettet. Ich habe dich gerettet. Ich kann mich an kaum etwas erinnern. Auch nicht, wie ich dich aus den Klauen des Organon befreit habe? Da war dieses Transportband. Und hey, du warst auch da. Du saßt an diesen Hebeln. Oder wie ich dich gesund gepflegt habe. Ich erinnere mich an einen beißenden Geschmack auf meiner Zunge. Und wie ich dich um den halben Planeten getragen habe. Warte mal, gab es da einen Kran? Tja. Offenbar kannst du dich an gar nichts erinnern. Aber sei's drum. Du kannst dich ja auch später noch bedanken. Himmelblatt war kaputt. Dein Implantat war kaputt. Der Sturz vom Organon-Kreuzer ist ihm nicht gut bekommen. Die Organons haben mich vom Kreuzer gestoßen? Naja. Ja. Schrott sei Dank konnte ich alles reparieren. Eigentlich habe ich die Reparatur geleitet. Sicher hast du das, Opa. Jeder schneidet sich gern seine Scheibe ab. Und jetzt ist alles wieder. Und jetzt ist alles wieder. Und jetzt ist alles wieder gut? Genau. So ein bisschen. Cletus ist ein Verräter. Er kollaboriert mit dem Organon. Natürlich tut er das. Der Organon eskortiert uns auf unsere Erkundungsmission. Ja schon. Aber irgendwie hat Ulysses ihn dazu gebracht, seinen Bericht zu fälschen. Er wird dem Ältestenrat empfehlen, Deponia zu sprengen. Obwohl der Planet bevölkert ist? Dieser miese Scharlatan. Sag ich doch. Okay. Der Organon will Deponia zerstören. Das weiß ich. Darum sind Cletus und ich ja hier, um zu überprüfen, ob Deponia wirklich unbewohnt ist. Aber Deponia ist nicht unbewohnt. Und Ulysses will das vertuschen, damit er Deponia trotzdem sprengen kann. Das müssen wir unbedingt verhindern. Mein Reden. Du wurdest von einem Piraten geschleppt. Du wurdest von einem Piraten verschleppt. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ich bin ein einfacher Schrotthändler. Ich wollte nur helfen. Keine Sorge, ich behalte ihn im Auge. Er wird dir nicht wehtun. Natürlich nicht. Wie käme ich denn auch dazu? Siehst du, ich beschütze dich. Genug geredet. Ab geht's. Genug geredet. Wir müssen den Organon daran hindern, Deponia zu zerstören. Am besten, du nimmst mich mit nach Elysium. Dann können wir deinen Leuten die Wahrheit sagen und alles wird gut. Richtig? Genau. Echt jetzt? Du nimmst mich mit nach Elysium? Warum denn nicht? Alles, was wir brauchen, ist ein perfekter Plan. Da bist du bei mir genau richtig. Perfekte Pläne sind meine Spezialität. Okay, lass hören. Wir machen einen Kutter flugtauglich. Wir sollten den Kutter flugtauglich machen. Alles, was wir dazu brauchen, finden wir in den Müllbergen. Das Kerosin können wir aus dem Organon-Kreuzer abpumpen. Dann brauchen wir nur noch ein großes Katapult und mehrere Tonnen Kautschuk. Wäre es nicht einfacher, wenn wir dich als Cletus ausgeben?
Du siehst ihm sowieso zum Verwechseln ähnlich. Ich weiß nicht. Ich habe einen viel durchtrainierteren Körper. Wir überwältigen ihn und kehren gemeinsam nach Elysium zurück. Ja. Das könnte klappen. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Und was ist mit uns? Ach, ihr? Keine Sorge. Wenn Elysium erstmal erfährt, dass Deponia doch noch bewohnt ist, wird es keine Sprengung geben. Ja, und wir sind in Elysium. Wir wären Helden. Und alle sind glücklich. Genau. Na dann, ja. Worauf warten wir noch? Na dann, auf geht's. Alledi hoppeldi. Da läuft unsere Goal. Hinterher. Oi, Organon. Oh oh. Das sind Argus und seine Beamten. Schnell in Deckung. Also, wir suchen nach einem Deponianer und einer großgewachsenen Elysianerin. Wir haben ihre Spuren gefunden. Wir wissen also, dass sie noch in der Nähe sind. Wenn ihr sie findet, ergreift sie. Die Elysianerin darf nicht eliminiert werden. Der Deponianer hingegen schon. Hast du das gehört? Tja, ja. Ich bin denen wohl zu gefährlich. Wieso? Ist er etwa zu gefährlich? Nein, keine Sorge. Er ist einfach nur im Weg. Aha. Also vorwärts. Sie sind noch irgendwo auf dem Gelände. Behaltet das Tor im Auge, damit sie uns nicht noch entwischen. So, Argus geht weg und wir haben jetzt... Die wissen offenbar nicht, mit wem sie es hier zu tun haben. Halte dich im Hintergrund. Ich werde denen jetzt mal zeigen, was es heißt, im Weg zu sein. Schnapp sie dir, Tiger. Das heißt, okay. Hey, unser radioaktiver Tümpel. Und wir haben einen Strohhalm. Oh mein Gott. Ich hoffe, Goal passt gut auf. Das hier werde ich nämlich nur einmal machen. Oh. Blub, 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 blub. Blub. Okay, Gabel? Ich spare mir meine Zähne. Okay, Au! Au! Was war das? Hast du das auch gehört? Klang ziemlich erbärmlich. Ja, hab ich. Naja, ich glaube nicht, dass wir uns vor einem Tier fürchten müssen, das solche Geräusche macht. Wahrscheinlich ist es behindert. Mist, solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts erkennen. Ich spare mir... Okay. Rechtes Fenster. Linkes Fenster. Au! Kurbel? Ah! Lametten? Au! Jetzt können wir uns die Gabel holen. Und ich glaube, die Gabel können wir jetzt in die Hupe. Ich spare mir mal... Was für ein Chaos. Normalerweise ist die Hupe doch auf der Motorhaube. Und nicht zwei Autos weiter. Also linkes... nee, nicht die leuchtende Zuckerwatte. Ich spare mir meine... Ha, Moment, da ist noch ein Röhrchen. Flop. Möp. Was war das? Miau. Nein, das war keine Katze. Das war irgendwas Großes. Eine Kuh. In dem Schrotthaufen hat sich eine Kuh verhakt. Scheint so. Dummes Tier. Gut, dass ich so schnell geschaltet habe. So, verdammt. Hoffentlich geht das jetzt mit dem Scheiß, Wie bescheuert. Na? Hast du das gehört? Reiß dich mal zusammen, das war nur der Wind. Na. Jetzt habe ich es auch gehört. Hallo? Hallo, ist da wer? Du bist Paranoid 2017. Puh, verdammtes Viech. Wie kriegen wir das jetzt hin mit dem Scheiß? Hast du das gehört?
Reiß dich mal zusammen, das war nur der Wind. Okay. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden... Okay, jetzt habe ich das Schnabeltierchen. Wie bescheuert. Okay, wo könnte ich jetzt den... Ich kann nicht die Organ... So, das heißt, schnabbelt hier drunter. Jetzt habe ich es auch gehört. Hallo? Hallo, ist da wer? Du bist paranoid. Jetzt kann ich zum Kran. Ha! Alle ab, alle ab, alle ab. Aber sie haben doch... Ja, metallische Bärte sind scheiße. So, wir machen es jetzt aber schön spannend. Jetzt kommt die letzte Folge. Oder besser gesagt, nicht das war nicht übel. Nicht übel ist mein zweiter Vorname, Baby. Hör auf, mich so zu nennen. Komm mit, wir müssen weiter. Ja, wir machen jetzt hier einen kleinen Cut. Was, wenn sie jetzt endlich mal stehen bleiben würden? Ich glaube, das wird jetzt gleich eine extrem lange Folge. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Mit Goal, meiner bezaubernden Verlobten. Na endlich! Ich hatte schon Angst, sie wäre mit diesem stinkenden Deponianer durchgebrannt. Ein abwegiger Gedanke. Au contraire, Schnuckimaus. Du kannst ruhig zugeben, dass du ein Auge auf diesen Rufus geworfen hast. Verständlicherweise erschien mir ein verwegener Draufgänger zu sein. Aber nicht doch, Schnutzipups. Er war nur ein selbstverliebter Trottel. Das reicht jetzt. Sie können immer noch rumturteln, wenn Sie zurück auf Elysium sind. Oh, yeah. Yeah. Yeah, eher, desto besser. Gut. Dürfte ich Sie noch kurz unter vier Augen sprechen, Herr Botschafter? Natürlich. Geh doch schon mal vor, Liebes. Ich und der Amtmann haben noch Dinge zu besprechen. Offenbar. Aber... Husch, husch. Okay, wir sehen uns dann ja gleich, richtig? Oh Mann. Tüdelü. Sagen Sie mal, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Ich dachte, wir hätten eine Vereinbarung. Die Erinnerungen von Fräulein Goal müssen gelöscht werden. Und wir brauchen die Aufstiegscodes. Keine Panik, ist ja alles in Arbeit. Ich tausche die Datasetten aus und lasse das Original auf der Plattform liegen. Ne? Dann sind alle glücklich, richtig? Ja, alle bis auf die Deponianer. Ja. Ja. Wenn Sie mich hintergehen, schneide ich Ihnen persönlich Ihren hässlichen Kopf ab. Ja, ja, ja. Na. So. Darf ich jetzt endlich fertig machen? Ja. Mal gucken, wie lange es jetzt eigentlich noch dauert. Ja, komm, wir machen jetzt ein Ende. Ich mach das jetzt nicht nochmal einen Cut. Ich mach jetzt ein Ende. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Hier leben Menschen, Cletus. Ich habe sie selbst gesehen. Ich hab's dir doch erklärt. Ulysses hat recht. Wir können nicht. Störe ich? Rufus, na endlich.
Ich war schon drauf und dran, diesen uneinsichtigen Idioten vom Turm zu werfen. Frag mich bitte nicht, was ich jemals an dem gefunden habe. Was soll das, Rufus? Ich dachte, wir hatten eine Abmachung. Falsch gedacht, Cletus. Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Das ist ein Witz, oder? Bitte, Goal, sag mir, dass das ein Witz ist. Es ist kein Witz. Rufus wird mich nach Elysium begleiten. Er wird mir helfen, die Wahrheit über Deponia ans Licht zu bringen. Haha, und du glaubst wirklich, die lassen so jemanden in die weiße Stadt? Warum nicht? Jeder wird ihn für dich halten. Den? Dass ich nicht lache. Gib auf, Cletus. Gib auf, Cletus. Sonst was? Scheuchst du deine Läuse auf mich? Dass ich nicht lache. Muss ich erst sauer werden? Willst du mir etwa drohen? Hör mal, Kleiner. Ich habe den dritten Askaten im Shai-Hulu. So wie ich. Ach ja? Was ist dein Duju? Fünf. Fünf? Ich meine gelb. Feuer? Steinbock. Ocelot. Verdammt. Dass ich nicht lache. Dass ich nicht lache. Hey, ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Außerdem klingt das überhaupt nicht nach mir. Ich finde, er macht das ganz gut. Bah, und wenn schon. Dieser Ein-Mann-Floh-Zirkus wird niemals als ich durchgehen. Schau doch nur, wie er rumläuft. Widerlich. Mach das so. Macht das unter euch aus. Aber, Rufus. Und mit so einem Schlappschwanz willst du allen Ernstes nach Elysium durchbrennen? Mahlzeit. Dass ich nicht lache. Rufus hat allemal mehr im Kopf als du. Hey, danke. Ja, und bestimmt könnten drei Pferde davon satt werden. Was haben wir denn da? Ein zweites Kostüm. Wollen wir doch mal sehen, wer hier der bessere Cletus ist. Rufus hat allemal mehr im Kopf als du. Ja, und bestimmt könnten drei Pferde davon satt werden. Fast so gut wie mein selbstgemachtes Kostüm. Das Inventar in dem Aufzug ist ja mickrig. Da passt noch nicht mal ein Eimer mit Wischmopp rein. Geschweige denn ein Papagei und zwei Katzen. Ich leg meinen Kram mal hier hin. Rufus hat allemal mehr Format als du. Seine Füße vielleicht. Flaggenmast? Rufus hat einfach so, mehr Klasse als du. Sprichst du von der Säu? Dieses Weichei soll mich also ersetzen. Dass ich nicht lache. Ja. Aber und mit so, dass ich nicht... Rufus hat allemal mehr Format als du. Flaggenmast? Seine Füße vielleicht. Ach so, ich hab mein Inventar ja nicht mehr. Wie machen wir das jetzt? Okay. So, es reicht. Müssen wir also nochmal schwester. Dass ich nicht... Gib auf. Sonst was? Scheuchst du deine Läuse auf, dass ich nicht... Muss ich erst sagen... Willst du mir etwa... Hör mal, Klein. So wie ich. Ach ja? Für mich. Feuer? Steinbock. Verdammt. Dass ich nicht lache. Okay, das hatten wir schon. Hey, ich hab dir schon mal gesagt, du... Ich hab dir schon mal... Außerdem klingt das... Ich finde, er macht das ganz gut. Bah, und wenn schon. Dieser Ein-Mann-Floh-Zirkus wird niemals als ich... Da kann er tausendmal machen und sie mit Ungeziefer infizieren. Es gibt immer noch eine Sache, die mich vollkommen von ihm unterscheidet. Ah. Oh, Himmel. Dein Hängearsch. Mein Muttermal, du Dämlack. Hey, Moment. Gibt es Unterhose? Aufhängen. Was tust du? Lass das. Autsch. Flackenlast. Nein, nicht. Yeah. Wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Auf nach Elysium. Nicht so schnell, Freundchen. Cletus sagte irgendwas von einer Abmachung? Was? Ach das. Vergiss es. Schnee von gestern. Lass uns los. Nach Elysium. Warte mal.
Das ist es, oder? Dir geht es gar nicht darum, Deponi. Du willst einfach nur nach Elysium. Um jeden Preis. Ich? Nein. Also mir hat er was anderes erzählt. Deponia stinkt, hier leben nur Idioten, meinetwegen kann der ganze Laden in die Luft fliegen. Oh. Bla 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 bla. Halt du dich da raus. Goal, glaub ihm kein Wort. Er will nur einen Keil zwischen uns treiben. Aber woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? Dieser Ratte trauen, dass ich nicht lache. Goal, er hasst Deponia. Er ist ein Egoist, ein Dieb und ein Betrüger. Schau doch mal bei seinen Sachen nach. Ich bin mir sicher, du findest dort eine Backup-Datasette. Nur für den Fall, dass du ihm auf die Schliche kommst. Das würde er nicht tun. Na los, schau nach. Goal, nicht. Goal, ich kann das erklären. Das kannst du nicht. Weißt du was, Rufus? Ich dachte wirklich, du seist etwas Besonderes. Aber ich bin was Besonderes. Ich weiß, dass du das glaubst. Aber du bist einfach nur ein verdammter Egomane. Du ähnelst Cletus nicht nur äußerlich. Komm her. Ich möchte mir dein Gesicht einprägen, bevor ich alleine nach Elysium zurückgehe. Damit ich weiß, worauf ich kein drittes Mal reinfallen werde. Tut mir leid, Goal. Oh, Goal, es tut mir leid. Ach, auch das noch. Argos, endlich! Holen Sie mich hier runter! Warum sollte ich? Sie waren von Anfang an ein Unsicherheitsfaktor für unser Unternehmen, Cletus. Aber Rufus hier... Was? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein! Sie werden doch nicht etwa dieser verlogenen Ratte da mehr trauen als mir! Warum nicht? Zugegeben, er ist eine verlogene Ratte. Hey! Aber gerade das macht ihn ja so perfekt für den Job. Er wird als Held nach Elysium reisen. Und er bekommt die Frau. All das, was er sich erträumt hat, wird in Erfüllung gehen. Glauben Sie wirklich, dass er das aufs Spiel setzen wird, um seine verhasste Heimat zu retten? Dafür hat er einfach nicht das Format. Denn sobald Goal seine Fassade durchschaut, macht er all das zunichte, wofür er jemals gekämpft hat. Das wird er nie im Leben riskieren. Gratulation, Rufus. Du hast es geschafft. Leg einfach die Backup-Datasette ein und du kannst gehen. Elysium erwartet dich. Boah. Soll ich nicht auch mal rudern? Nein, nein, das geht schon. Ich weiß doch, dass du deinen Rücken schonen musst. Und wenn wir zurück auf Elysium sind, gibt es erstmal eine Massage, okay? Ja, mal sehen. Jetzt schau doch nicht so betrübt. Ist doch gut, dass unsere Inspektion ergebnislos war. Auch wenn ich mich nicht an alles erinnern kann. Oder ist noch was anderes? Na komm schon, ein bisschen mehr Enthusiasmus. Auf nach Elysium und so, ja? Nein? Was ist denn? Hast du etwas auf dem Herzen? Freust du dich denn gar nicht, nach Elysium zurückzukommen? Doch schon, aber... Na dann, auf nach Elysium, oder wie? Du, Goal. Du, Goal. Ja? Es ist so... Es ist so... Ich bin ganz Ohr. Sind wir mal ganz... Ja. Sind wir mal... denke ich mal, aufrichtig. Also... Was stammelst du denn so rum? Raus mit der Sprache! Folgendes? Folgendes. Also langsam machst du mir Angst. Was hast du denn bloß? Na gut. Oh je. Ich sag's dir jetzt einfach. Aber du musst versprechen, nicht sauer zu werden. Oh oh. Aber Cletus, warum sollte ich denn sauer werden? Ja. Jetzt beruhige dich doch. Nicht beruhigen? Irgendein Hochstapler löscht mir das Gedächtnis, gibt sich als mein Verlobter aus und stiftet mich beinahe zu einem Genozid an und ich soll mich beruhigen? Immerhin habe ich's dir noch erzählt, oder? Ich bin der Gute. Du bist gleich der Tote, wenn du mir nicht sofort meine alten Erinnerungen wieder beschaffst. Aber
Das ist doch der reinste Selbstmord. Glaub mir, Freundchen, es nicht zu tun wäre Selbstmord. Okay, okay. Jetzt nimm mir endlich dieses lückenhafte Pseudobewusstsein aus dem Kopf und komm ja nicht auf die Idee, sie wieder einzulegen. Bin ja schon dabei. Undankbare Suse. Gott sei Dank ist die Goal auf der anderen Datasette besser auf mich zu sprechen. Das ist die Backup-Datei. Wenn ich draufgehe, wird es... Weil du dann schuld... Ich kann aber halten. So, wo liegt jetzt das Ding? Tasche, Gold. Okay, was machen wir jetzt? Glotz nicht so! Und was willst du dagegen machen, hä? Ich meine es ernst! Wehe du! Falsch! Wehe du! Lass mich gefälligst ausreden! Und wehe du! Nein, wehe du! Wenn ich draufgehe, weil du... Da sagt man ein... Einmal die Wahrheit, ja... Nicht ohne Gold. Ja, was machen wir jetzt? Ist jetzt die Frage, wieso kann ich jetzt hier wieder runtergehen? Das muss schneller gehen. Ich brauche diese Codes. Ja, Herr Amtmann, Sie wissen doch, was auf dem Spiel steht. Wenn es nach Ulysses ginge, würden wir hier alle auf Deponia verenden. Ja, Herr Amtmann. Gibt es Probleme, Argus? Nein, Herr Oberkontrollrat. Nur ein durchgeschmortes Relais. Das ist jetzt unwichtig. Ich möchte ein paar Worte an die Mannschaft richten, bevor wir nach Porta Fisco aufbrechen. Sofort! Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Ihr habt den Mann gehört. Auf! Da ist die Datasette, die holen wir uns jetzt. Das ist meine Chance. Und mitgenommen. Können wir hier noch irgendwas machen? Keine Zeit. Sie könnten je... Gut, ab geht's. Zum Fahrstuhl. Auf nach oben. Hallo. Na, überrascht? Du dachtest wohl schon, du hättest es geschafft. Das Glück ist mit den Gerechten und so. Tja, falsch gedacht, mein Freund. Es ist fast schon tragisch. Einmal im Leben entscheidest du dich, das Richtige zu tun, und schon kostet es dich alles. Deinen großen Traum, die Liebe deines Lebens, deinen Heimatplaneten. Tja, ich würde dich ja jetzt gerne bedauern, aber das Hochboot ist in Betrieb. Die Aufstiegscodes sind eingegeben. Ich will Elysium einfach nicht länger warten lassen. Immerhin erwarten die einen Bericht von mir. Ich hätte auch bereits aufbrechen können, aber... Was soll ich sagen? Mein schlimmer Rücken. Ich will einfach nicht alleine rudern. Also, gib mir die Backup-Datasette. Goals Erinnerungen an euren Fehlstart dürften noch im Kurzzeitspeicher liegen. Die sind schnell gelöscht. Gib sie mir. Das könnte dir so passen. Gib ihm die Datasette. Was ist hier los? Der Organon. Immer pünktlich, immer zuverlässig. Ich glaube... Hier ist eine kleine Entschuldigung fällig. Sieht so aus, als ob die Ratte ihren Käse nicht geschluckt hätte, Amtmann. Aber ich bin nicht nachtragend. Wenn mir Rufus die Backup-Datasette aushändigt, werde ich unseren Plan wie besprochen durchführen. Jetzt mehr denn je. Du hast den Mann gehört, Rufus. Gib ihm die Datasette. Wir geben ihm natürlich die falsche.
Komm schon, Rufus. Sei vernünftig. Ich werde ohnehin nach Elysium gehen. Du kannst daran nichts mehr ändern. Wenn du mir die Daten jetzt gibst, kannst du wenigstens noch Goal retten. Also, haben wir eine Abmachung? Okay, Will. Du hast gewonnen. Mach mal's mal schneller. Du hast gewonnen. Hier ist die Datasette. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Und ich wette, Goal wäre dir auch sehr dankbar. Leider wird sie nie erfahren, dass du überhaupt existiert hast. Oh. Ach, Deponia wird so ein schönes Feuerwerk für unsere Hochzeit abgeben. Oh Gott, ey, lach da nicht so. Ich hasse diesen Typ. Cletus? Was ist passiert? Eine Menge. Kannst du dich etwa nicht mehr erinnern? Natürlich kann ich mich erinnern. Ich war mit dir auf einem Organon-Kreuzer. Wir wollten Deponia inspizieren, richtig? Wir sind auf Deponia, aber unsere Mission ist beendet. Habe ich geschlafen? Es gab einen Unfall. Du bist vom Kreuzer gefallen. Darum kannst du dich auch an nichts erinnern. Aber schau dich um. Deponia ist verlassen. Scheint so. Unfassbar. Nichts als Schrott. Ja, nichts. Nun komm, lass uns zurück nach Elysium. Wir müssen unsere Hochzeit vorbereiten. Ja, lass uns gehen. Tja, das war's dann wohl. Ich geh dann auch mal. Der Weg nach Kuvak ist weit und ich muss mich noch auf die Apokalypse vorbereiten. Nicht so schnell, Freundchen. Du dachtest doch nicht wirklich, dass wir dich laufen lassen. Du weißt zu viel. Außerdem glaube ich, dass du noch etwas hast, das uns gehört. Ach ja, die Datasette. Was ist? Worauf wartest du? Gib sie mir. Hoppla. Nein! Macht's gut, ihr Trottel! Oh, nö! Schnapp diesen Verräter! Erschießt ihn! Na, mein Freund, hast du was verloren? Die Datasette. Bravo, Herr Oberkontrollrat! Sieh es ein. Geländer? Griff! Ich muss weg. Halt! Stopp! Was tust du? Abwärts! Na, so schnell wieder zurück? Das war ein beeindruckender Sprung. Und mitten in den Nadelhaufen. Habe ich so noch nicht gesehen. Respekt. Autsch. Alles klar, Kleiner? Du klingst ein wenig ausgepowert. Was sagen wir denn? Ich glaube, ich habe eine Nadel im Auge. Ist gesetzt. Unsere nächste Station ist der schwimmende Schwarzmarkt. Gut, gut. Passt rein. Alles klar bei dir, Rufus? Du hast noch gar nicht zu Ende erzählt, was auf dem Turm vorgefallen ist. Ich will ja nicht zu neugierig erscheinen, aber ist Deponia jetzt gerettet? Das liegt nicht mehr in meiner Hand.
Jetzt seid ihr geplättet, denn die Datasette wurde nicht resettet, genau wie geplant. Die Welt war gerettet, an die er gekettet. Ich wette, ihr hättet dasselbe getan. Und willst du mich jetzt noch zwingen, den Müll rauszubringen, abzuwaschen, zu saugen und Dinge dieser Art? Hast du wohl nicht aufgepasst? Der Punkt ist doch das. Husser und so, der Kurs, volle Fahrt. Husser, der Chor ist am Start. Verdammt, verstanden. Das Let's Play von Zeponia. Ich hoffe, ich habe euch gefallen. Sorry wegen der Überlänge, aber ich kann jetzt nicht mehr angeschaltet. Ich muss sie jetzt einfach durchspielen. Ich würde ja sagen, der zweite Teil lässt sich noch etwas auf sich warten, weil, ja, ich habe erstmal Lust auf was anderes, würde ich mal mit euch spielen. Ein bisschen was Action-mäßiges. Ich kann es ja schon mal ansagen. Nein, das ist die falsche. Und zwar, ich werde für euch jetzt Bulletstorm Let's Play. Viel Spaß dann, da würde ich sagen, macht's gut, es hat euch gefallen und der zweite Teil wird kommen.